Es ist die letzte Sendung von OrgaTV in diesem Wintersemester. Nächste Woche wird der Bildschirm an dieser Stelle leider dunkel bleiben. Heute wollen wir aber noch einmal richtig durchstarten und mit euch ein kleines Jubiläum feiern. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ca. 250. OrgaTV-Sendung. Wir sind in unser großes Archiv geklettert und haben da einige antike, witzige und auch skurrile Beiträge für euch gefunden. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben für jeden von euch ein Handy. Jeder, der heute Abend bei uns anruft oder uns eine Mail schickt, der bekommt ein neues Handy. Einfach das Kennwort Dein Unifernsehen durchgeben. Das Handy ist ein Prepaid-Handy der Firma Vodafone. Alle Infos dazu findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.orga.tv im Blog. Im Weblog haben wir im Übrigen auch immer über unseren Arbeitsalltag hier bei OrgaTV berichtet. OrgaTV, was ist das eigentlich? Bei unserer Archivdurchwühlerei haben wir unter anderem einen Erklärungsversuch von Professor Scholz entdeckt, den er in der allerersten Sendung 1999 wagte. Das ist OrgaTV und das ist ein Fernsehsender, der über Internet ausstrahlt. OrgaTV wird für Studenten produziert, von Studenten. Langfristig soll OrgaTV zu einer feststehenden 30-Minuten-Sendung werden, die zunächst im Internet, danach aber auch über andere Medien abgestrahlt wird. Ich will die ganze Sache witzig finden, ich will dort mitmachen, wo es mir Spaß macht und ansonsten schauen wir mal. Ein Bundesprogramm aus hoffentlich sehr kurzweiligen Beiträgen, etwas Wissenschaft, aber viel Spaß. Testtechnisches Equipment aus Kellern, aus sonstigen Etagen, überall zusammengesucht. Die neuen Medien sind fantastisch, die neuen Medien haben viele Möglichkeiten. Medienkompetenz muss man praktizieren. Viel anders als damals ist es heute eigentlich nicht. Naja, außer dass wir heute hier aus unserem schicken Studio senden und moderieren und wir heute Handys zu verschenken haben. Wenn auch ihr ein Handy von Vodafone, das Handy Vodafone 125 haben wollt, dann solltet ihr schnell zum Telefon greifen und die 0681 302 49 42 wählen. Noch einmal die Nummer 0681 302 49 42. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an orgatv@orga.uni-sb.de und mit dem Betreff Dein Unifernsehen bitte schreibt uns euren Namen, eure Adresse und euer Geburtsdatum in die Mail und dass ihr das Handy haben wollt. Hallo, ich bin DJ Bobo, ihr schaut OrgaTV. Wie jede Woche an dieser Stelle haben wir auch heute wieder die News, diesmal im Retro-Look mit Michael Schuh. Preissenkung beim Handy-Internet. Die KPN Mobilfunkgruppe hat ihre Tarife für das mobile Internet gesenkt. KPN ist in Deutschland durch E-Plus vertreten, aber auch die Konkurrenz von O2 und T-Mobile folgen der Preissenkung. Der Preis für das Handy-Internet soll auf 25 Cent pro Megabyte reduziert werden. Microsoft holt Sony Ericsson ins Boot. Der Softwareanbieter Microsoft dringt weiter in den Mobilfunkmarkt vor. Der Konzern hat den Handyhersteller Sony Ericsson ins Boot geholt. Diese wollen mit dem Betriebssystem Windows Mobile gegen die Konkurrenz von Nokia und Apples iPhone bestehen. IT-Giganten wollen den Webausweis. Es ist eine Allianz der Internetgiganten. Google, Yahoo und Microsoft wollen gemeinsam einen Internetausweis schaffen. Dieser soll es überflüssig machen, sich haufenweise Passwörter und Login-Namen zu merken. Die Deutsche Post macht virtuellen Laden in Second Life zu. Am kommenden Mittwoch wird die Deutsche Post ihren virtuellen Auftritt im Spiel Second Life beenden. Seit Mai 2007 konnte man auf Post Island Postkarten aus der virtuellen in die reale Welt verschicken. Als Begründung für den Austritt gab man die mangelnde Nutzung des posteigenen Serviceangebots an. Apple kommt mit Shop nach München.
Mehr als 200 Shops betreibt Apple derzeit. Apple wird in absehbarer Zeit in München seinen ersten eigenen Laden in Deutschland eröffnen. In seinen weltweit über 200 Shops hat Apple allein im letzten Quartal 1,7 Milliarden Dollar Umsatz erzielt. Bischöfe bringen TV-Sender an den Start. Die katholische Kirche will in Deutschland einen eigenen Fernsehsender gründen, der täglich von 6 bis 24 Uhr ausstrahlt. Neben Eigenproduktionen soll das Programm in Kooperation mit 60 anderen katholischen Sendern weltweit entstehen. Sendestart wird 2009 sein. OrgaTV sucht neues Team. Das Saarbrücker Unifernsehen OrgaTV sucht für das kommende Semester wieder 5 motivierte Studenten für ein Praktikum hier beim Sender. Warum ihr euch unbedingt bewerben solltet, das seht ihr jetzt. Weitere Informationen erhaltet ihr aber auch auf der Homepage www.orga.tv. Wie immer sehr gekonnt, das waren die News für diese Woche. Doch so souverän und fehlerfrei, wie ihr das jedes Mal zu sehen bekommt, ist es meistens erst nach dem zweiten, dritten oder manchmal auch erst nach dem vierten Versuch. Wir haben aber die besten Schnitzer aus der Blue Box vor dem Papierkorb gerettet. Hier kommt das Pannen-Best-of mit Michael Schuh. Wikipedia die erste. Der Bewegtbild-Hype macht auch vor Wikipedia nicht Halt. Die Online-Enzyklopädie will Die von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble gewünschte Online-Durchsuchung per Staatstrojaner liegt auf Eis. Bis das Bundesverfassungsgericht. Gut, Bayern die zweite. Der Bewegtbild-Hype macht auch vor Wikipedia nicht Halt. Die Online-Enzyklopädie. Oh, jetzt fängt das schon nochmal an. Enzyklopädie. Hat sich für seine kommenden Produktionen nun ausschließlich für die Blu-ray-Disc entschieden, die federführend von Sony entwickelt worden ist. Ich bin gespannt, wann wir aus dem Scheiß auch noch kaufen müssen. Die Tagesschau ist für viele Deutsche nicht mehr verständlich. Manche Begriffe versteht einer. Der Bewegtbild-Hype macht auch vor Wikipedia nicht Halt. Die Online-Enzyklopädie will voraussichtlich. Scheiße. Nochmal. Chefredakteur Knifke räumte aber ein, dass es eine 50-minütige Tagesschau überfordern würde, täglich schwierige Begriffe neu zu erklären. 50-minütige? 15. Habe ich 50 gesagt? Oh nee, jetzt fängt der doch mal an. Der bisherige Claim, Kabel 1 Good Times, wird abgelöst von Echt Kabel 1. Auch das Logo wurde verändert. Weg vom Runden hin zum Eckigen. Weg vom Runden. Ring, ding, 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 ding. Gut, Kabel 1 die zweite. In unserer heutigen Sendung hat ja jeder die Chance auf ein kostenloses Handy. Wenn auch ihr ein Handy haben wollt, dann solltet ihr jetzt anrufen, denn Handys sind ja aus unserem heutigen Alltag so gut wie nicht mehr wegzudenken. Wie das Ganze aber noch vor ein paar Jahren ausgesehen hat, das hat Jochen Jupiter herausgefunden. Den Beitrag über Jochen Jupiter haben wir im Archiv ausfindig gemacht. Doch, das sieht
Scheiße, was ist denn Sebastian Henselmann? Genau. Ah, der ist auch so diese Jacke alleine. Was soll ich denn Pogel sagen? Jochen Jupiter für Sie unterwegs hier live aus Saarbrücken. Und wo fangen wir an? Vorm Puff, ist klar. Und hier laufen wieder jede Menge Leute rum, für die ich eine schöne Stange Geld einkassieren kann. Dann wollen wir mal. Dann kann es ja gleich mal losgehen. Guten Tag. Kann ich Sie gerade mal was fragen? Ja. Und zwar wollte ich wissen, haben Sie ein Handy? Kann ich Sie gerade mal was fragen? Und zwar wollte ich wissen, haben Sie ein Handy? Nee. Ja. Jo. Das sieht man doch. Ja? Ah, hier an der Seite. Tag. Ach, wunderbar, schön an der Gürteltasche. Darf ich Sie mal was fragen? Ja, bitte. Ja. Haben Sie ein Handy? Nein. Nein. Haben Sie? Nein. Und werden Sie sich eins zulegen? Nein. Nein. Warum nicht? Weil es unnötig ist. Warum? Warum? Es ist unnötig. Wenn ich telefonieren will, mache ich das zu Hause am Telefon. Was hat Sie so zuletzt interessiert, was Sie dann so rausbekommen haben? Das Letzte? Oh, das Letzte war was war das gewesen? Da bin ich mal so E-Mail, das war jetzt nächste SMS reingekommen und das habe ich nicht so richtig hingekriegt dann. Ich bin zwar reingekommen, aber ich habe nicht so richtig kapiert, wie es weitergeht. Deswegen habe ich es auch sinnlos. Man versteht nur auch nicht. Guten Tag, Entschuldigung, kann ich Sie mal was fragen? Was ist? Was ist? Ich wollte mal fragen, haben Sie ein Handy? Selbstverständlich. Ach Quatsch, das ist ein Scherz. Selbstverständlich. Ja? Ja, selbstverständlich. Und können Sie damit umgehen? Aber selbstverständlich. Ich bin ja dienstlich unterwegs schon mal. Okay, danke, tschüss. Und haben Sie selbst schon mal eine SMS bekommen? Mehrmals. Und haben Sie antworten können? Nee, geht nicht. Ich weiß nicht, warum, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Hallo, darf ich was ganz kurz fragen? Ja. Schön mit diesem Rot und Rosa. Sieht schnaps aus. Ich muss das nochmal sagen, ey, das ist 5 Jahre her. Da war das in. Hat einer von Ihnen ein Handy? Nee. Nee. Warum nicht? Ich kann mit dem Ding umgehen. Warum? Was glauben Sie, was ist da so kompliziert dran? Ja, das muss man Kinder mit dem Type, mit dem Schwester, ich kann es nicht. Ja. Hat aber schon mal jemand drüber nachgedacht, sich eins zuzulegen? Ja, da hebt unser Telefon. Haben Sie schon mal was von UMTS gehört? Gehört schon, aber nichts. Noch nichts dafür interessiert, hatte ich mich noch nicht dafür. UTMS, das habe ich nicht gehört. Gehört schon, aber nicht dafür interessiert. Nee. Mhm. Dafür habe ich keine Zeit. Ich werde es nicht jedem Mann sehr sacht. Kann ich Sie was fragen? Natürlich. Darf ich zuerst eine Frage stellen? Ja. Um Gottes Willen. Oh, das ist aber... Was denn? Wofür sind diese Dinger gut? Das ist für den Ton, dass der Ton hier so ein bisschen abprallt und dass es kein Rauschen gibt auf der Aufnahme. Hast du das schon mal gesehen, Silvia? Das müssen die Leute jetzt tragen. Aha. Tja, das war's schon wieder. Zum Glück habt ihr mich da heute ins Saarland geschickt. Die Leute, die kennen sich ja hervorragend aus über Computer und Internet und Handys. Also für mich, ich hab jetzt mal vorerst genug und gehe zurück ins Studio zu Zank und Streit. Tschüsschen. Wenn ihr, wie einige Menschen eben auf der Bahnhofstraße, noch kein Handy habt, dann ruft jetzt schnell an 0681 302 49 42 oder schreibt uns eine E-Mail orgatv@orga.unisb.de und dann könnt ihr euch ein Prepaid-Handy von Vodafone sichern. Kommen wir nun zu einem weiteren Fundstück aus dem Orga-TV-Archiv. Vor rund 6 Jahren gab es das PC-Ratgeber-Magazin hier bei Orga-TV und diese Sendung hatte einen Außendienstmitarbeiter, Dr. Gigabyte. Das Orga-TV-Team hat ihn damals bei einem Hausbesuch begleitet.
In den frühen Morgenstunden hat mich der kleine Heinz Harz angerufen und hat mich gebeten, seinem Vater bei der Installation eines Internetzugangs zu helfen. Dann wollen wir mal sehen, was wir für den guten Herrn Harz tun können. Ach, guten Tag, Herr Dr. Gigabyte. Du bist der kleine Heinz Harz? Ja, genau. Mein Vater, der hat schon seit geraumer Zeit ein Computerproblem und kommt einfach nicht klar. Verdammt damit! Ja, ich höre schon, wo das Problem sitzt. Ja, also wenn Sie dann einfach die Treppe hochgehen, er ist immer noch oben und werkelt darum. Ja, dann wollen wir mal sehen, was wir für den guten Mann tun können. Oh Mist, verdammter, du blöde Scheißkiste! Guten Tag, Herr Harz, Dr. Gigabyte von So wird's gemacht. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Oh, guten Tag, Herr Dr. Gigabyte, und ob Sie das können? Ich schaff's einfach nicht, ins Internet reinzukommen. Diesen dämlichen Computer. Ich habe, passen Sie auf, die ISDN-Karte genauso eingebaut, wie es hier im Buch steht. Schauen Sie, ja? Und trotz Installation von der Software tut sich gar nichts im Internet. Gar nichts. Ja? Bin ich drin? Mist! Nichts funktioniert diesem Scheiß Microsoft! Es hat ja auch immer nicht klappt. Das funktioniert ja sowieso nicht, Menschenskind. Das hat mir schon die Computerbild prophezeit. Da habe ich das gelesen. Das können Sie glauben. Das hier, das scheint mir ein ganz spezifisches Problem zu sein. Wollen Sie sich setzen? Also ich kann hier nicht mehr weiter. Es wäre freundlich. Setzen Sie sich mal hin. Also ich bin ja geladen. Menschenskind. Ja, jetzt beruhigen Sie sich mal. Gut, dass Sie da sind. Helfen Sie mir. Wo ist denn hier die Beschreibung, Herr Harz? Ach, wissen Sie, ich habe extra in der Küche auf den Tisch neben die Zeitung gelegt. Ja? Was hat meine Frau gemacht? Ein Zeitpapier damit. Ja, das ist natürlich für unser Fortkommen recht ungünstig, nicht wahr? Ich habe es hier gar nicht so lange liegen lassen. Eine Woche. Höchstens. Das, Herr Harz. Dankeschön. Mensch, Herr Dr. Gigabyte, was haben Sie mir geholfen? Ach, ich helfe doch immer gern, Herr Harz. Vielen Dank schön, ne? Ja, bitte, bitte. Viel also. Spaß dann noch, ne? Danke. Alles Gute. Ja, danke schön. Also, ne? Ja. Also, tschüss, tschüss. Guter Mann, also, Überstart, Programme, Zubehör, Überstart, Programme, Zubehör. Das war ja heute relativ simpel. Solche Probleme wie das von am Herz kann man ja heutzutage schon ratzfatz lösen. Und zwar, weil die Computer von heute schon so benutzerfreundlich geworden sind. Kinderleicht sozusagen. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll! Jeden Mittwoch senden wir hier live für euch aus Saarbrücken über das Internet. Doch die erste Live-Sendung kam nicht von hier aus Saarbrücken, sondern von der CeBIT in Hannover. Und damals hat der Chef Christian Scholz noch höchstpersönlich moderiert und interessante Gäste getroffen. Wir haben die Impressionen von der CeBIT 2000 für euch zusammengefasst und euch den Beitrag mit Kommentaren der Lehrstuhlmitarbeitern versüßt. Das war meine erste große Aktion hier am Lehrstuhl. Dann nehmen wir mal alles mit, ne? Packen wir mal schnell ein. Ja, wir haben alles mitgenommen. Das meiste Gepäck von allen. Für die Ausstellung. Und ich weiß noch, Steffi hat diese Impressionen geschnitten. Und hat diese Blenden, ich weiß nicht, was für ein Muster, aber sie hat sich da was ganz Spezielles überlegt. Und ich habe gefragt, warum nimmst du da diese Blenden und warum jetzt gerade eine andere? Und sie hat gemeint, ja, das wäre schon ganz wichtig, der Scholz würde Wert darauf legen, dass das ein toller Beitrag wird. Und hat sie mal irgendwelche Blenden genommen.
5, 17 Uhr 5. Wir sind jetzt seit 4 Stunden hier in Hannover und haben unseren Stand endlich aufgebaut. Es war gar nicht schwer, es hat alles gut geklappt. Ich begrüße jetzt im Studio Herrn Brüden von eBay. Ich habe mich gefragt, als ich das erste Mal gesehen habe, ob dieser Typ wirklich bei eBay ist oder ob das einfach nur so ein Promotion-Typ ist, der halt da gerade stand und halt so eine eBay-Nutzer aufhat. Weil er erzählt auch echt einen Blödsinn. Ja, ehrlich gesagt, ich habe dir noch nie zugehört. Wir haben vorher kurz diskutiert, was sollte so die erste Frage sein. Sein Vorschlag für die erste Frage war, wie geil ist eBay? Okay, was kann ich dazu sagen? eBay ist in Deutschland und europaweit der größte Marktplatz der Welt. Was machen Sie anders als andere Marktplätze in Europa? Es gibt ja noch durchaus ein, zwei andere Wettbewerber. Wir haben sehr viele Wettbewerber, aber wenn man einmal schaut auf eBay, was machen wir anders, das fragen wir uns manchmal selber auch. Wir haben eine lustige Brand entwickelt, eBay, wie man auch sieht, das ist lustig. Wir sehen hier auf der Messe, über 20.000 Menschen laufen mit eBay-T-Shirts über die Messe, weil sie einfach diese Brand lustig finden und wir die T-Shirts ihnen verteilen. Wir sind fast alle Vice Presidents. Das ist ein Traum, weil eBay sind alle Vice Presidents. Zumindest damals. Ja, damals. Bei OrgaTV sind auch fast alle Vice Presidents. Wir haben keine Hierarchien, bei uns kann jeder mitentscheiden und mitgestalten vor allem. Oh mein Kollege, ich glaube, du bist jetzt nicht mehr bei eBay. Okay, jetzt aber bitte nicht alle weglaufen zum eBay-Stand, sondern noch hier bei OrgaTV bleiben. Und dort habe ich gestern die Möglichkeit gehabt, im virtuellen Raum meine Wiener Assistentin Doris Brunner zu treffen. Ja. Wunderbar. Jetzt kommt meine Lieblingsszene. Aber ich muss schon sagen, Kai Böcking ist schon mit einem der schlechtesten Moderatoren, wo es im deutschen Fernsehen liegt. Was macht denn der Kai? Hallo Herr Scholz! Hallo Herr Scholz! Hallo! Was machen wir hier? Wie sind Sie auf der Zimbel? Was hast du denn? Ich bin hier anschließend von in den Nähe. Merken Sie, dass das funktioniert? Die Leute spüren ihn noch nicht richtig. Sie müssen das ein bisschen intensiver betreiben, Herr Professor. Und warum springt er da auf diesem Ding hoch? Das waren so Karierpasten und man konnte hier in Hannover auf diesen Kasten rumwandern. Und das hat sich dann ausgewirkt auf ein gleiches System in Wien. Und dann haben die miteinander Musik gemacht. Also. Oh Gott, hat sie gerade gesagt. Oh Gott. Okay, das kann nur mal gehört sein, hat sie gesagt. Okay, aber die Dinge, es funktioniert und von daher unsere drei Seitenkommunikation von der CeBIT 2000 nach Wien. Wollt ihr was sagen zum Abschluss? Okay, tschüss nach Wien. In diesem Semester hatten wir einen Beitrag über DJ Bobo, aber es gab bei OrgaTV auch noch durchaus andere bekannte Interviewpartner, die OrgaTV Frage und Antwort stehen mussten. In den unergründlichen Tiefen unseres Archives haben wir ein Interview mit Smudo, dem Frontmann der Fantastischen Vier, gefunden. Herzlich willkommen zur ersten Folge von OrgaTainment. Heute live Rock am See mit einem fantastischen Gast, buchstäblich Smudo. Ja, ich weiß, welcher Beitrag das ist. So einen dicken Bus, in dem wir dann auch Betten drin haben und schlafen. Nightliner, einfach Fachjargon. Das ist richtig alt. Da habe ich noch nicht mal an diesen Lehrstuhl gedacht. Also 99, sogar vor meiner Zeit, das muss schon was heißen. Und damit fahren wir an den Wochenenden rum. Eine von den Singles ist dieses Buenos Dias Messias. Hat etwas Aufruhr verursacht, weil ihr habt ja gewisse Medienzentren überfallen. Da ist Smudo auch noch ein bisschen dünner als er heute jetzt. Und zwar mit den Slogans, wir sind gegen die Manipulation der Masse. Ein Applaus für Scheiße. Und aber komm, wie fertig der Masse ist. Und die Medien vermitteln ein so einfaches und simples.
Guck mal, der guckt den kein einziges Mal an. Infizierte Werte- und Moralvorstellungen. Was sind für euch die Medien? Die Medien ist in dem Fall vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, aber wir leben in einer Gesellschaft und wir wachsen da hinein. Die Informationsrevolution findet in diesem Moment statt. Die Allgegenwart von Informationen durch Kabelfernsehen, Internet, Briefkästen und Telefon und immer die ganze Zeit ist man informiert. Es ist aber so, dass im Kabelfernsehen zum Beispiel Information natürlich auch sortiert und manipuliert wird. Ja, das ist ja wieder aus einem sozialkritischen Trip. So sieht er sich ja gerne, aber selber fährt auf Nürburgring Autorennen. Einen Markt zu befriedigen, der aber auch erstmal gezüchtet werden muss. Man läuft von Information nach Angebot und Nachfrage und das ist verantwortungslos. Jede dritte, vierte, fünfte doofe Hausfrau wird da auf irgendeinen Stuhl gezerrt und erzählt irgendeinen Dreck. Und es gibt Leute, die halten das dann für bare Münze oder sowas. Also das finde ich wirklich gefährlich. Das Modo geht fast ab wie das Messer. Die kulturellen Moral, also das hat nicht mit irgendwelchen Sittenwächterei zu tun, aber die Moralvorstellungen, die kulturellen Moralvorstellungen, die gemeinsame Begriffswelt, in der wir leben und kommunizieren, die wird total verwaschen, ausgewaschen. Er ist Philosoph. Konsument, dass man das verantwortungsbewusst machen soll, dass man nicht verlernen soll, seine eigene Meinung, sich seine eigene Meinung zu bilden und dass man sich nie genieren sollte, zu sagen, ah, davon habe ich keine Ahnung. So. Das ist so, ich halte mein Mikrofon runter und ich sage so einmal so, 5 Minuten deine Meinung. Da gehen wir als Autonomie-Medien-Guerilla, wir, die selber ja auch, deren Bilder genommen werden und die auch Verzeihung gemacht werden. Die da ist geklaut, Fanta 4 Sellout, Fanta 4 ist toll, Fanta 4 ist scheiße. Die nehmen unser Bild und benutzen es überall und arbeiten damit ja und machen damit neue Informationen und machen Klischees. Wir gehen dann endlich mal... Hat er eigentlich irgendwie machen Klischees? Wir gehen dann endlich mal... Viel gekifft. Ich kann nur nicht so viel reden. Diese Leute, diese Bilder machen von uns, diese Abzubilder von uns machen, halten eine Kamera ins Gesicht. Und schon werden sie beleidigt und rufen die Polizei. Wen habt ihr genau überfallen? Wieso genau diese? Das war ein logistisches Ding in Fila. Ja. Das ist auch richtig so. Muss schneller gehen. Ja. Guck mal hier, es ist schon dunkel, jetzt muss man ihn schon ausleuchten, damit man ihn überhaupt noch was sieht. So lange hat er geredet. So lange hat er geredet. Bla, bla, bla. Aber der Programmchef findet es richtig cool. Hat gesagt, er hat vor 15 Jahren unsere Platten aufgelegt, was mich sehr interessiert, was mich vielleicht interessant finde, weil wir erst seit 10 Jahren Fanta 4 sind. Die Fans unterscheiden sich in die Fans, die uns grundsätzlich und fast blindlings gut finden, weil wir so abwechslungsreiche Sachen machen, weil wir Dinge machen, über die Musik hinausgehen. Die fanden das toll. Und dann gab es welche, die gesagt haben, ach, das bringt's doch nicht, ihr benutzt doch selber die Medien aus. Da muss ich sagen, nur ein Sünder kann geläutert werden. Geiler Spruch, nur ein Sünder kann geläutert werden. Ja, ich kann doch nicht gegen irgendwas protestieren, wenn ich nicht weiß, wovon ich da spreche. Ich habe eine kompetente Meinung, was dieses Thema angeht, deshalb kann ich auch dagegen protestieren. Und es gab welche, die gesagt haben, ja, das bringt's doch nicht, das gucken doch nur doofe Leute, ihr müsst eine Diskussionsveranstaltung machen. Auch denen sage ich, wenn ich jetzt an die Universität eine Diskussionsveranstaltung mache, rede ich mit Leuten, die das sowieso schon wissen. Da mehr Applaus abzuholen, ist nun wirklich nicht schwer und damit ändere ich noch weniger als nichts. Immerhin haben es mit der Aktion gerade in so billige Wetter wie die Bild geschafft und die Bunte und die Mühlen der Information laufen nun mal über die großen Kanäle für Diskussionen. Hier ständig, du kommst und redest mit mir darüber und wir haben diesen Videoclip und das wird auch eine Diskussion. Hey, wir sind Casino Zero und ihr schaut Orga TV. Casino Zero, unsere Studiogäste vor Weihnachten, werden morgen im Übrigen bei Stefans Raab Bundesvision Song Contest an den Start gehen und dort das Saarland vertreten. Dies an dieser Stelle noch einmal als Erinnerung. Wer jetzt erst eingeschaltet hat, ihr könnt heute Handys gewinnen und zwar von Vodafone. Was ihr tun müsst, einfach zum Hörer greifen, die gewohnte Nummer 0681 302 49 42 oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Da müsst ihr angeben euren Namen, eure Anschrift,
Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Das Ganze geht nur noch bis 19 Uhr, also sputet euch, greift zum Hörer oder schreibt eine E-Mail. In ca. 250 Sendungen waren viele Gesichter auf dem Sender. Und bei der Archivdurchsicht sind wir immer wieder über ein ganz bestimmtes Gesicht gestolpert. Jemand, der es eigentlich wissen muss, Dr. Uwe Eisenbeiß. Und diesmal zum ersten Mal mit Herrn Eisenbeiß. Herr Eisenbeiß, willkommen bei der Weihnachtssendung. Darauf stoßen wir schon mal gleich an. So, wir stoßen jetzt mal an. Prost schon mal, jawohl. Ja, überlegen wir uns einfach. Machen wir das so einfach mal. Ja. Versuchen wir es mal so zu machen. Ja, ich möchte auf jeden Fall erstmal jetzt meine Magisterarbeit fertig schreiben. Der Sender im Und zwar ist Uwe Eisenbeiß bei mir. Ja, hallo. Die Universität des Saarlandes veranstaltet in jedem Jahr einen sogenannten Tag der offenen Tür. Alleinstellung bedeutet die Abgrenzung von anderen Organisationen durch Herausarbeiten und Kommunizieren eines Unternehmens-Images und einer spezifischen Unternehmenskultur. Also ich wollte eigentlich auf Holland tippen. Deshalb habe ich heute auch Verstärkung hier. Mit mir im Studio sind Uwe Eisenbeiß. Eisenbeiß, willkommen bei Orga TV. Ja, Herr Scholz, ebenfalls willkommen bei Orga TV. Beginnen wir mit Wein oder mit Wasser? Ja, das ist die Frage. Ich glaube. Ah ja, gut, prima. Bevor wir uns verabschieden möchten, wollen wir euch noch die anderen Teammitglieder vorstellen. Zwei von ihnen kennt ihr bereits, den einen aus den News und den anderen aus dem Quizbus. Das sind Tobias Knapp und Michael Schuh. Und hinter der Kamera versteckt sich immer Jenny Ruland. Wir bedanken uns bei allen, die uns in diesem Semester so tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Ein besonderer Dank geht auch an Björn Geres, der auch heute wieder das Telefon bedient, weil wir so viele Hände gar nicht haben. Das war's von uns. Wir sehen uns vielleicht an anderer Stelle wieder. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Viel Erfolg bei den Klausuren. Bleibt Orga TV treu und tschüss und haltet die Ohren steif. Gleichzeitig auch das Ende unserer CeBIT-Sondersendung von Orga TV. Eine letzte Bitte habe ich noch. Bitte eintragen in das Gästebuch von Orga TV unter orgatv.de. Und noch einmal recht herzlichen Dank für den Besuch bei Orga TV. Abspann, los!